Luigi Start. In den Schokoschloss. Oh, du bist so mutig. Da bin ich gerade reingefallen, in den hier. Das war richtig gut gerade. Das war irgendwie so, fast schon so. Also, so kenne ich das sonst nur von mir, solche Amok-Scheiße. Ja. Man darf keine Angst vor den Stein haben. Wie in echten Leben, keine Angst vor Stein zeigen. Die haben mehr Angst für dir als du für ihn. Hallo, fall da bitte runter. Dum, dum. Dum, dum. Oha. Ich dachte ja, die töten nicht sofort wie bei Yoshi. Das ich auch gerade. Gott, dann bin ich jetzt gleich ein kleiner Mann. Nee, du kriegst ja noch eine Feder. Ach ja. Weil wir den grünen Schalterpalast schon gefunden haben. Gott, sei es gedankt. Das ist echt schwer, wenn man das Spiel, glaube ich, ohne Schalterpaläste macht. Ja, das glaube ich auch. Das ist der Hard Mode. Oh. Du kannst gleich auf den zweiten raufhüpfen oder so. Oder auf den dritten. Oder den einfach töten. Jetzt kannst du nicht. Du machst das mit einer Ruhe wie Bernhard und Bianca. Ja. Red Snor ist gestorben. An Luigi. Red Snor? Ja. Das stimmt, da steht sein Name. Oh, ich hab ein Erfolgserlebnis. Gut. Wir haben noch gar nicht angestoßen. Mm. Beleuchteter Bube. Prost. Mm. Das ist ein guter Sound. Oh Gott. Ein Höhlenlevel. Ja, mach das mal bitte ohne Lebensverlust. Klar. Ach, das alle gleich noch. Das sieht aber kacke aus. Ach, da kannst du so drauf. Da rutscht man nicht. Ja. Das ist immer sehr gut, weil da so schönes Gras ist. Hier gibt es so viele Wege. Ich mag viele Wege nicht. Aber jetzt hole ich mir extra für dich diese Yoshi-Münze. Vielen Dank. Hier gibt es auch giftige Schokoladensuppe, in der man stirbt. Giftige Schokoladensuppe? Oh nein! Da! Wollte ich dir zeigen. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Nichts Sinnvolles. Kommt Yoshi mit, wenn man ihn hat? Ja. Yay! Yoshi kommt nur nicht in Schlösser und Geisterhäuser. Hat er Angst? Ich glaube, er passt nicht durch die Tür. Yoshi ist nicht viel größer als... vielleicht dürfen, da sind da keine Tiere zugelassen in den Häusern. Das kann sein. So wie, so, wir müssen leider draußen bleiben, Style. Da leben aber relativ viele Tiere drin. Ja, das können die ja entscheiden, die Besitzer, ob die selber Haustiere haben wollen, aber trotzdem. Na, Fremde dürfen nicht mit rein. Nee. Da würde ich mich aber beschweren als Tierbesitzer. Spring doch von Yoshi weg. Ach ja, das geht ja, ich kann doch nicht meinen treuen, aber jetzt ist er eh weg, ne? Ja. Mhm. Er hätte das verstanden. Hätte er verstanden? Er lebt, um zu dienen. Das sieht man ja auch bei Yoshis Island. Allerdings. Und schon wieder blitzt. Da ist ganz schön viel wertvolles Gestein immer überall. Ja, eigentlich, also Bowser scheint oder seine Lakaien gar nicht erfolglos zu sein, in dem, was sie tun. Wieso? Ja, offenbar können sie sich Glitzerschlösser bauen. Das ist ja hier kein Schloss von denen. Das stimmt, das ist einfach nur eine Welt, oder was? Ja, das ist eine Höhle. Ich mag das hier nicht. Mit diesem, das ist Plattforming, das mir nicht behagt. Was soll ich jetzt zum Beispiel machen? Da auf den rechten. Die sind viel zu weit weg, alle. Nein, das schaffst du. Der rechte, wenn du gleich davor. Das sind zwei rechte. Ja, der mittlere. Der jetzt quasi auf Augenhöhe ist. Er hier. Nicht den. Nein, der bleibt noch. Da hätte ich ja noch gepasst. Das wäre ja noch gut gegangen. Scheiße. Ich hatte Angst. Jetzt kennen wir die Welt gut. Jetzt können wir sie wieder. Ja, das, wir haben das Level ja schon gänzlich gesehen. Oh nein. Ne? Ne? Das war's. Das spielst du viel mehr wie ich als ich. Nee, ich spiel viel mehr wie du als. Als es als dir lieb ist. Ja, wir haben heute mal die Controller getauscht. Ich bin heute Luigi. Das stimmt nicht, aber wir haben wirklich die Controller getauscht. Ich hab den unspielbaren goldenen. Kacke!
Mann! Darf man Kacke sagen bei YouTube? Ja, du darfst auch Kapuze sagen. Das haben wir schon ewig gefragt. Bei jedem Video, das wir uns angucken, habe ich große Angst, dass wir Kapuze sagen. Nein, man darf echt krasse Sachen sagen. Also zum Teil sagen auch, hört man auch so, wenn gerade so Leute Videospiele spielen und den Sprüche rausrutschen, manches davon ist auch unter der Gürtellinie. Unter der Gürtellinie, rassistisch, frauenfeindlich, extrem geflucht. Wenn nicht so scheiße, kacke, pissen, ficken, Arsch, das ist, reicht noch nicht. Die gehen schon deutlich weiter. Weiter als Pisse. Ja. Pisse. Warum ist Pisse eigentlich nicht vielmehr ein gutes Wort? Schimpfwort. Mhm. Ist ja gar nicht. Das war ein Fehler. Das war, weil du nicht heil auf die Männer runterkommst. Hm? Na klar. Hast recht. Da. Wusstest du, dass einer kommt? Ich hab damit gerechnet, ein bisschen. Oh, das sieht gut aus, Dotten. Immer bist du da, wo die ganzen Leben sind. Und ich verliere unsere. Ja, hallo, du bist im selben Level wie ich gerade. Und du? Oh, wie machst du denn das? Die Hirnwäsche. Ja, ich drücke auf L. Kannst du, kannst du auch runterkommen? Nee. Ich hab Angst. Das kann ich verstehen. Wo ist irgendwie diese Röhre da unten? Boah. Respekt. Vor deinem Glück. Da von dem Yoshi-Münze, das ist auch ein Leben. Oh, stimmt. Ah, nein! 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 Oh Mann! Oh Mann! Scheiße! Wie gemein! Wie hätte man das denn machen können? Ich glaube, man hätte oben warten müssen. Und je nachdem, wie lange man wartet, kommt man in einer der Dinger rein. Oh Gott, jetzt schon? Bin nur noch nicht mal bei der Hälfte des Levels. Was ist denn das? Was soll denn das? Ich weiß es nicht. Ich hab, ja, der Sprungknopf hat nicht funktioniert. Das ist die Erklärung für all meine Probleme. Oh, jetzt muss ich da wieder anfangen. Hä? Wieso sind das denn jetzt nur noch 8 Stunden statt 13 Stunden? Vielleicht hast du die Qualität. Ach nein, das ist ja Quatsch. Wir nehmen 8 Minuten auf. Sieht auch ganz gut aus auf dem kleinen Bildschirm. Oh, das ärgert mich so. Was dir gerade passiert ist? Ich weiß nicht, was mich mehr ärgert. Das eine war eher lustig, glaube ich. Das war tatsächlich lustig. Gut. Oh, warum denn so weit? Wieso denn so weit? Das war so unnötig. Wir müssen Secret of Mana spielen. Das war dann ja verrückt hier. Wir müssen jetzt durchrocken, dieses scheiß Abenteuer. Es ging nicht mehr. Ich weiß. Das war wirklich nicht meine Schuld. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, ich spiele nicht Mario. Ich weiß nicht, ob das besser ist, Luigi zu sein, aber... Das ist schon okay, Biber. Aber was haben denn sich die Japaner dabei gedacht? Bei was? Dass sie dieses Level gemacht haben. Mit diesen Grasplantagen, die quer vielleicht... Weiß ich nicht. Aber es ist schon etwas merkwürdig, die Idee, oder? Mann! Ah! Oh! Verfick nochmal! Das darf ich auch sagen. Darfst du sagen. Ich hab noch ein Leben. Scheiße. Ich will nicht zurück zur Secret Area laufen. Mach das bitte jetzt. Es nervt mich auch, dass man keine Stampfattacke machen kann. Hast du schon mitbekommen, dass ich heute eine Chillerhose trage?
Nee, aber finde ich ganz gut. Das ist eine normale Jogo, oder ne? Ja. Du kannst da oben noch, oder so? Das ist genau. Genau, exakt. Es ist identisch. Ja. Okay, hör auf. Kein Ding. Ich mach das jetzt. Das es nervt mich, dass wir so schlecht sind. Wir sind doch gar nicht so schlechte Videospieler. Es hat so viel jahrelanges Training angefangen. Ich finde, ich muss übrigens nochmal die eine Idee aufgreifen, die du hattest, als wir, ich glaube, Yoshi's Story gespielt haben. Island. Yoshi's Island gespielt haben. Achtung. Entschuldigung. Dass wir mal Mario 64 spielen sollten. Das kann ich. Da bin ich gut. Das kann ich gut spielen. Ich bin eigentlich, also hier dann weiß ich nicht so genau, aber in Yoshi's Island bin ich eigentlich auch richtig gut. Und da habe ich auch schon ganz schön ins Desaster. Das angeguckt. Ist doch eine absolute Megascheiße! Mann! Ich bin zu weit. Wir brauchen jetzt nochmal Erfolgserlebnis. YouTube ist scheiße. So. Du weißt, wie man Abonnenten dazu gewinnt. Ja, ich spreche die YouTube-kritische Gemeinde. Genau, bei YouTube. Bei YouTube. Das ist ja überall so. Die größten Facebook-Kritiker findest du auch bei Facebook. Das stimmt. Na, ich hab wieder die AGBs geändert. Ey, voll die Scheiße, Kapitalisten. Deswegen schreibe ich jetzt einen Text auf meine Pinnwand und der ist dann rechtlich bindend. So ein Quatsch. Ganz im Ernst. Wer hat das? Also das sind die gleichen Leute, die so dumm sind und früher irgendwie diesen... Kettenmails. Diese genau, mir wäre das Wort nicht eingefallen. Oder wenn du das hier likest, kriegt dieses krebskranke Kind kein neuen AIDS Arm. Dazu. Ja. Oder so. Oh, hallo! Im Dinosaurierland. Man muss hier sogar noch diese krasse Sprungpassage machen. Ich dachte, das bringt mich einen besseren Bonus-Scheiß. Wo war das hier? Ja. Der dritte, ne? Oder der vierte? Nee, der andere. Das scheitert es schon in solchen Dingen. So, und jetzt weiß ich ja nicht, wie lange ihr soll ich warten. Aber kannst du nicht vielleicht den einfach mit... Nee, kannst du nicht. Jetzt? Yay! Jetzt bin ich halt irgendwo. Na, wahrscheinlich kommst du überall gleich raus. Wahrscheinlich, wozu ist das Sprungbrett unten? Und Schikane. Ich bin da genau da rausgekommen! Ja, ich glaube, es geht einfach nur um die eine Blume. Genau. Es geht um die. Achso, um die, und was man da sonst. Ja, manchmal kriegst du ja auch vier Leben. Warum machst du das? Nimm mir bitte einen Grund. Ich habe einen Grund. Ich wollte cool sein. Nein! Und wollte, weil ich wusste, dass sie ein bisschen brauchen, bis sie untergehen, auf ihm reiten und dann von ihm runterspringen. Das war so bescheuert. Aber normalerweise geht das. Das war ein Fehler vom Spiel. Wir rufen gleich mal Shigeru Miyamoto an und sagen ihm das. Nummer 1. Ist das eigentlich Shigeru oder Shigeru oder Shigeru? Shigeru. Oder Shigeru? Shigeru. Ein guter Kumpel von mir. Nicht mehr seit jetzt, aber er war es mal. Ich vertraue nicht darauf, dass wir dieses Spiel noch mit einem Erfolgserlebnis abbrechen können. Beenden das Video. Ich glaube, abbrechen kriegen wir hin. Das Spiel Erfolgserlebnis abbrechen. Das ist übrigens die schwerste Stelle im ganzen Spiel. Und ich bin noch nie so weit gekommen. Jetzt kannst du dir eine richtig gute Belohnung gleich holen. Ja. Am besten 4 Leben. Ja. Gut gemacht. Du hast auch schon 25 Münzen. Das ist doch bald ein Münzenleben. Ich drehe mal ein Schub Bier.
5. Yay. Yeah. Siehst du, Bier. Was will der hier eigentlich? Das ist der Maulwurf-Mops. Und der wohnt hier, oder was? Ja. Und hat genug von seinem Leben? Ist der böse eigentlich? Ja, der tötet dich. Woher weißt du das? Weil ich alles töte in diesem Spiel. Das ist ja noch, das ist ja noch ein Freund. Der noch von seinem Leben. Komm, das war's schon. Muss man sagen. Oh nein! Das war's schon! Was für ein kurzes und einfaches Level. Guck mal, was er da macht. Ja! Ab wir das mit dem Erfolg. Guck mal, wie wir das, wie gut wir das einfach hätten durchrocken können, alle drei Level. Wenn wir jetzt einfach so nie angefangen hätten und keiner gestorben wäre. Das wäre ganz schön eindrucksvoll. Da hätte man bei YouTube gesagt. Die haben es gelernt jetzt. Endlich können wir uns ihre Videos angucken. Wir machen trotzdem Schluss.